So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wie ihr seht, immer noch im Pool. Das heißt, wir sind wahrscheinlich immer noch unterwegs oder immer noch auf dem Go-Face oder das ganze Wochenende viel unterwegs in letzter Zeit. Und bei dem heißen Wetter hat man natürlich keinen Bock, so ausgiebig Pokémon zu spielen. Lieber wie Terrence Chill hinter mir mit dem Bex im Pool chillen und Flexes hören. Und wir wollen deshalb mal eine kleine Mini-Folge wieder machen und einen neuen Pokédex-Eintrag holen. Ihr seht, wir haben hier einen Kaumalat mit einem richtig guten Level. 1025 WP, das wollen wir jetzt einmal entwickeln. 518 Bonbons, da habe ich die ganzen vom Raikou Raytag und so weiter, die ganzen Sonderbonbons reingeknüppelt. Und mit 25 Bonbons wollen wir das Kaumalat jetzt erstmal zu Knaxel entwickeln. Habt ihr auch schon Knaxel entwickelt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr auch Schweißperlen auf der Stirn habt wie ich, schreibt es mal in die Kommentare. Wundert euch nicht über die Frisur. Die hängen eigentlich in der Gegend rum, aber ich habe vorhin den Kopf in den Brunnen getunkt und dann alles geglitscht mit der Hand, als wir Burger essen waren. Und jetzt ist es einfach so hängen geblieben. Da habt ihr also das Knaxel. Sieht schon heftig aus und ihr seht die Weiterentwicklung. Knacknarok, nee, keine Ahnung, wie auch immer, fehlt noch. Dann nehmen wir aber nicht das, sondern wir nehmen das andere. Ja, was war das andere jetzt? Achso, das hat zwar ein geringeres Level, müsste aber, glaube ich, ein 96er sein. Wir drücken mal kurz durch, kann es mit allen aufnehmen. KP, beste Eigenschaft, seine Werte sind die besten, die ich je gesehen habe. Also KP 15, die anderen beiden sind auf 14, ein 96er Knaxel. Und damit wollen wir jetzt den Pokédex-Eintrag machen und geben nochmal 100 Bonbons aus, um das zu entwickeln. Knackrak heißt das, glaube ich, genau. Und Knackrak auch richtig guter Drachenangreifer. Es sind ja die meisten legendären Pokémon, kommen immer sehr hoch mit den WP und sind richtig stark. Das ein normales Pokémon, kein legendäres, trotzdem fast 4000 WP kann das erreichen, 3900 glaube ich. Und ein richtig guter Drachenangreifer, gesellt sich dazu Rayquaza und dem Rest. Knackrak, wie ihr seht, sieht einfach aus wie ein Hammerhai. Drückt man auch nochmal drauf, 395 Bonbons noch übrig. Machen auch mal ein Sternchen dran, wir bewerten es noch mal kurz. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen, bester Satz, wie gesagt, KP beste, die ich je gesehen habe. Also KP 15. Habt ihr auch schon einen Knackrak entwickelt und was ist euer bestes Knackrak, was ihr jetzt auf der Hand habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist sogar ein männliches. Müssen wir mal kurz gucken, das andere, was wir entwickelt haben. Das Knaxel ist ein weibliches, wunderbar. Wenn ich das also noch zu Knackrak entwickle, da kommt, das machen wir auch gleich noch mit. Das entwickeln wir auch noch. Das hat ja ein gutes Level. Und so habe ich dann ein männliches und ein weibliches Knackrak. Ist dann auch im Pokédex eingetragen. Richtig genial auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch ruhig eine 6er Armee zulegen und brüten, fangen, farmen, was das Zeug hält. So, das gleich noch hinterher geschmissen und das hat jetzt schon 3651. Ich denke mal, das ist auf Level 35 und ein Power-Up, 8 Bonbons, 7000 Sternenstaub. Der Terrence Chill immer noch heftig am Chillen hinter uns. Das Bier ist bestimmt gleich leer, der Ramses hat noch nichts getrunken. Aber das war's von meiner Seite aus. Genießt das Wetter, holt euch einen Pool, tunkt euch ein, Ramses der Tunga, auch irgendwann, wenn ich es mal geschnitten habe, auf YouTube. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.